Nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Wir müssen natürlich aus den Sachen, die wir in einem Projekt gelernt haben, unsere Schlüsse daraus ziehen. Und damit kann ich natürlich auch relativ gut meine Marge sichern. Da haben wir mit Capmo eine Software bei uns integriert, die uns dort deutlich weiterhilft. MBN am Standort Berlin hat ca. 80 Mitarbeiter. Wir haben ein Auftragsvolumen im Jahr zwischen 80 und 90 Millionen Euro. Wir befinden uns hier in unserem Projekt AERA. Das Projekt zeichnet aus den intensiv genutzten Dachgarten. Der ist auch für die Öffentlichkeit in Teilen zugänglich. Für mich als Niederlassungsleiter relativ schnell sehe, wo steht das Projekt, wie kann ich das Projekt am besten steuern und wo kann ich Fehler oder Unzulänglichkeiten bestmöglich beheben. In einer Analyse stellt man fest, wir haben Geld über unnötige Prozesse verloren oder wir haben eine Unzahl von Mängeln produziert, die wir nicht sauber zuordnen konnten. Das kann ich ganz gut, wenn ich eben eine Auswertung fahren kann über laufende oder beziehungsweise gelaufene Projekte, um dann gezielt auf gewisse Mangelerscheinungen darauf hinzuweisen. Wir nutzen Capmo für das Mängelmanagement von Anfang bis zum Ende. Das Gute ist, dass jeder diese Software auf sein Tablet oder auf sein Handy hat und wir Prozesse, wenn wir sie direkt einstellen, sofort kontrolliert an die entsprechenden Stellen weitergeben können. Und diese Prozesse verschwinden nicht auf dem Blatt Papier, sie bleiben digital. Zu seiner Zeit, wo wir noch nicht mit Capmo gearbeitet haben, wirklich alles mit Excel-Tabellen, Pläne, handschriftlich alles eingescannt und dann ging dann das ganze Pamphlet an den Nachunternehmer raus. Jetzt, seitdem wir das Programm benutzen, ist es so, dass wir die ganzen Aufgaben und Mängel in einer Liste über Capmo direkt an den Nachunternehmer versenden, ohne Informationsverlust. Selbst der Maler läuft mittlerweile mit einem Tablet rum, wo Capmo installiert ist. Auch die Geschäftsführer hinter den Firmen merken, es ist eine Vereinfachung und können immer den aktuellen Status, ob bearbeitet, nicht bearbeitet, offen oder immer noch fehlerhaft, halt einsehen. Ein großer Punkt dabei ist halt immer, neben dem Thema fristgerechte Übergabe, innerhalb der gesetzten Kosten zu bleiben, eben auch ein mangelfreies Gebäude zu erstellen. Mit Capmo verbinde ich einen Lerneffekt, auf den man sich einstellen muss, was aber auf Dauer viel Zeit spart. Das ist für mich eine intuitive und sehr anwenderfreundliche Baumanagement-Software.